Liebe Zuschauer, wir kommen jetzt zu dem spannenden Thema Plattenbearbeitung im Durchlaufverfahren. Ich habe jetzt bei mir Jochen Kreutler. Jochen ist Anwendungstechniker bei Leuco. Jochen, was hast du uns heute mitgebracht? Hallo, ich erzähle euch heute was über den synchronverstellbaren Fügefräser. Ein echtes Highlight, wenn es um die Kostenreduzierung und die Wirtschaftlichkeit geht. Was ist das Innovative an diesem Werkzeug? Bei der Durchlaufbearbeitung sprechen wir vor allen Dingen um hohe Stückzahlen und viele Laufmeter. Und die möglichst bei gleichbleibender Qualität bearbeitet werden müssen. Und genau da setzt unser synchronverstellbare Fügefräser an. Jetzt bin ich gespannt. Wie funktioniert das? Bei einem Standard-Fügefräser werden die Schneidenbereiche kontinuierlich belastet, sodass die äußeren Schneiden durch die abrasive Deckschicht der Materialien wesentlich mehr verschlissen sind und somit ausgewechselt oder nachgeschärft werden müssen. Wir erreichen mit dem synchronverstellbaren Fügefräser mindestens viermal so hohe Standzeit. Das ist doch mal ein Wort. Und im Detail? Der Grundkörper besteht aus zwei Werkzeughälften, auf denen die diamantbeschichteten Schneiden aufgelötet sind. Diese Hälften fahren durch einen Verstellmechanismus synchron aufeinander zu, sodass sich gerade in der Deckschicht immer wieder neue, unbenutzte Schneiden in Eingriff bringen. Und für welche Einsatzfälle eignet sich jetzt dieses Werkzeug? Das Werkzeug eignet sich vor allem für Industriebetriebe, die gleiche oder ähnliche Werkstückhöhen bearbeiten, eben aus dem Grund, weil ich da sehen kann oder den Effekt habe, dass ich die neuen unbenutzten Schneiden in Eingriff bringe. Okay. Und für welche Maschinen sind synchronverstellbaren Fügefräser bei Leuco erhältlich? Also Voraussetzung ist, ist eine Hydrospannung am Fügeaggregat. Wir bieten das Werkzeug für Welle 30 und Welle 40 mm an. Und dabei kann die Verstelltechnik selbst auf unterschiedliche Fügefräservarianten angewendet werden. Super, Jochen, vielen Dank für die tolle Vorstellung. Bitte.